Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Alice 17 und frisischer Marshmap in den letzten Zügen, die vorletzte Folge auf der Standardkarte. Ich behalte nach wie vor den Plan, Freitag soll mein Umzug stattfinden, Freitag kommt die Folge, wie ich euch zeige, wie man am besten auf die Vierfachkarte umzieht, ohne komplett wieder von neu anfangen zu müssen. Das wird eine ziemlich, ja, wird auch eben ein Video, wird ein bisschen länger wahrscheinlich werden, weil ich relativ viel mit übernehmen werde. Aber ist dann halt wirklich mal so ein technisches Video, ist jetzt nichts, wird nicht groß Let's Play sein. Da ein bisschen Verständnis, das wird eine komplette Umzugsfolge sein. Muss ja dann auch sein. Hilft auch vielen weiter, einigen werden sagen, ach ich weiß eh wie es geht, ich brauche es nicht. Die können sich die eine Folge nochmal sparen, alle anderen ja, können da im Detail sehen, wie ich vorgehe, um möglichst Fehler zu vermeiden und viel Doppelarbeit sich zu ersparen. Doppelarbeit in dem Moment, wenn man merkt, man hat irgendwo einen Fehler gemacht und muss alles wieder von vorne beginnen. Das wäre natürlich echt ärgerlich. So, 120.000 Geldkassetten in klein können jetzt hier zur großen Geldkassette verarbeitet werden. Und den Pickup, den lassen wir einfach erstmal hier vor Ort stehen. Kein Ding. So, Eier. Wir haben auch echt Eier noch nie verkauft, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon im Rucksack haben. Eier wird aber natürlich in Palettenform auf der neuen Map sowieso mehr ein bisschen mehr los sein, was das Thema angeht. Heute wollten wir aber nicht vom Plan abweichen, sonst werden wir den Plan nicht einhalten können. Als erstes den hier mal nehmen. Ich werde das mal ausschalten. Wir haben ja gemerkt, einige machen aktuell so ein bisschen Probleme. Ne? Wir im Multiplayer, ich weiß nicht genau warum, kam nicht alles raus. Hier kommt glaube ich auch nicht alles raus. Bierkasten ist auf jeden Fall leer. Eine schöne Ladung für den Supermarkt. Hier Butter hat auch funktioniert. Also es ist halt, es ist scheinbar ein bisschen launenabhängig. Ich kann das nicht genau sagen. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ist halt, weil hier auch so viel auf engstem Raum ist. An Paletten spawnen und so, kann das vielleicht auch zu Fehlern führen. Unsere letzte Palettenladung, die wir verkaufen, den Rest nehmen wir mit auf die neue Map. Dann haben wir halt noch ein bisschen was auf Lager. Kann ja auch nicht schaden, falls mal irgendwo irgendwas große Nachfrage oder bessere Preise sich dann ergeben. Weil jetzt verkaufen wir teilweise schon zu Dumpingpreisen bei der Masse, die wir verkauft haben in letzter Zeit. Die ganzen Fahrzeuge wollen auch bald mal wieder aufgetankt werden. So, verschwinde. Wir müssen hier verkaufen. Dringende Lieferung. Dann wollen wir danach die Ballen sammeln. Bei der Mischfutterfabrik abstellen. Oder eben verkaufen. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Das entscheiden wir gleich, wenn wir die Ballen aufgeladen haben. Entweder oder. So ein 50-50-Ding. Wenn wir verkaufen auch die guten Silageballen, hängt ja auch ein bisschen Geld nochmal dran. Dann schaffen wir zumindest noch die 11 Millionen. Obwohl, das könnten wir auch mit dem Warenverkauf jetzt sogar schaffen. Und ja, ansonsten haben wir da ein bisschen, obwohl wir haben eh, ne? Mischfutter. Gucken wir dann nochmal. Wir können es auch hier oben schnell gucken. Ja, geht nicht. Kommen gar nicht rein wegen Cosplay, oder? Ich glaube, ich muss ja noch einen weiteren Knopf dazu drücken, ne? Das ist, wenn man Mods ewig lange nicht funktionieren nutzt. Vergisst man meistens die Funktion wieder. Langsam komme ich auch mit diesem besser lenken Mod zurecht. Ist immer noch manchmal ein bisschen hakelig. Aber insgesamt ist es tatsächlich ein bisschen schöner als Spieler mit Tastatur. Dass man nicht ganz so ruckartig immer lenkt oder ausschlägt das Fahrzeug, sondern so ein bisschen smoother. Schön smoothy. Ich gucke gerade so aus dem Fenster und sehe neben den Nachbarn schon Weihnachtssterne hängen. Das ist also Zeit für Weihnachtsdeko. 328.000 Einnahmen Ernte, 1.900 Einnahmen Ernte. Das wird für mich heißen, scheinbar fängt die der Silageverkauf an zu stottern. Jetzt müssen wir erstmal wieder auf Rundbein einstellen. Erster Trailer. Paletten. Ich weiß gar nicht genau, was für Rundbeingrößen haben wir gemacht. Eigentlich 1,50, oder?
Sehen wir dann ja gleich, ich denke schon. Ja, das sind die großen Ballen. Dann können wir schon mal auf den zweiten Trailer gehen. Werden da auch. Ne, erstmal auf nicht Paletten, sondern. Fundballen gehen, schon mal beladen. Dann holen wir uns einmal schnell die Rundballen hier runter. Ich weiß nicht. Das könnte sogar wieder eng werden. Ne? Wirkt schon wieder fast so. Jetzt müssten wir noch mal. Jetzt müssten wir noch mal. Ja, womit wollen wir starten? Auf der Vierfachkarte. Vielleicht schon mal interessant. Also auf jeden Fall will ich die Sand- und Kiesproduktion zum Laufen kriegen und Zement. Weiß nicht, ob wir das schon am ersten Wochenende schaffen, wenn es dann jetzt losgeht. Aber auf jeden Fall wollen wir darauf hinarbeiten, damit wir dann die Brücke zur Insel bauen können. Ja, dann mal gucken, ob wir die Kürbisfarm noch zum Laufen kriegen. Da muss er dann nur ein bisschen Kompost hin, ein bisschen Leerpaletten, ein bisschen Stroh oder so. Dann funktioniert auch die Kürbisfarm schon mal. Dann wollen wir natürlich uns Felder ausgucken, die wir kaufen. Sollten natürlich möglichst schöne Felder sein. Sollten aber auch gleichzeitig der Vorteil sein, vielleicht nah an der Verkaufsstelle oder halt, wenn wir zum Beispiel viel Raps noch brauchen für Produktion, für Diesel, dann eben ein schön großes Rapsfeld kaufen nach Möglichkeit. Dann müssen wir ein bisschen gucken auf die örtliche Lage. Soll jetzt vielleicht nicht das letzte Feld in der letzten Ecke sein. Weil wir daran denken müssen, dass wir auch jedes Mal dann nur dahin fahren müssen zum Ernten. Weil wir haben nicht so das Geld, um. Na gut, wir können auch vielleicht in einer Ecke zwei oder drei Felder kaufen. Die 11 Millionen Marke knacken wir noch. Heute spätestens morgen. Wir sehen jetzt, dass wir 10,7 Millionen haben wir. Das hatten wir jetzt im Single, in der Multiplayer hatten wir glaube ich die 30 Millionen Marke geknackt. Also da haben wir schon so viel Startkapital, dass wir die Hälfte aller neuen Felder bestimmt auf einmal kaufen können. Aber hier haben wir noch ein bisschen mehr zu tun. So. Das ist ganz knapp mit den Ballen. Viele bleiben nicht über. Sind das jetzt noch? 6 noch. 12, ja, passt. Ich rechne gerade schon hoch, das sollte tatsächlich passen, dass wir alle Ballen mitkriegen. Ups. Wenn jetzt mal nicht Ballen runtergefallen wären. So. Sehr cool. Haben wir alle Silageballen, die wir jetzt in den letzten Wochen produziert haben, auch eingesammelt. Ja, wenn wir einen schnellen Geldschub nochmal wollen, dann müssen wir die natürlich verkaufen. Das ist gar kein Ballen mehr, es ist ein hier Ackerschacht. Wäre auch geschickt. Die Obstproduktion läuft nicht so richtig. Wieso? Wasser ist da, Leerpaletten sind da. Kompost, die scheint ziemlich leer zu sein. Naja, kümmern wir uns dann später drum. Kümmern wir uns auf der Vierfachkarte wieder rum, dass die Produktion, wie sowas dann halt läuft. Fällt mir auch ein, ich glaube, ich wollte die Kapazität von dem Kompost dann nochmal ein bisschen erhöhen, dass man mehr reinpacken kann und mehr abladen kann. Was fällt einem denn immer auf, wenn man jetzt so macht? Das kann man mal gucken. Dass ich das noch ändere. Das kann von mich hier denkst, fahre. Ich hätte eigentlich viel besser vorne rumfahren können. Sollen wir Hälfte, Hälfte machen? Den hinteren angefallenen Trailer laden wir da bei der Mischfutterfabrik ab.
Und den großen Trailer bringen wir zum Hof und verkaufen als einen Schwung an Silageballen. So, dass wir Geldkassette haben für den Start, ist, kommt uns auch sehr gelegen. Ne, die Geldkassette, die gerade produziert wird, die große, die behalten wir natürlich auch. Bin gespannt, es kann sein, dass ich dieses Umzugsvideo nachher ein bisschen zusammencutte, weil es einfach sonst zu lange wird. So, also es kann sein, dass es eine Stunde ungefähr dauert, von der Standard auf die Vierfach umzuziehen, weil man eben so viel tun muss. So, dann stellen wir das jetzt mal schön hier hin. Das ist doch schick. Wir nehmen schon mal wieder Silageballen. Um Mischfutter herstellen zu können. Dann müssen wir nur Stroh irgendwann anliefern, aber wir haben ja definitiv eine große Ernte vor uns, weil alle Felder wieder neu bestellt sind, die wir haben. Und ein paar haben wir ja doch. Hier noch los? Wolle. Sollen wir die nochmal loswerden, verkaufen oder zu Stoff verarbeiten? Wenn wir gerade hier sind, nehmen wir die mal mit, ne? Schnell mal wieder umstellen. Hintere Trailer. Auf Lade aktuell Paletten. Dann nehmen wir die mal mit. Oder wir verkaufen die einfach. Wie ist denn der Wollekurs? 10.300. War natürlich schon mal bei 13.000. Aber mit 10.000 kriegen wir also auch 20.000 pro Wollepalette. Bei 7 Paletten, die wir drauf haben oder so. Plus angebrochene sind es auch an die 150.000. Die machen uns auf jeden Fall die 11 Millionen voll, plus die Silageballen, die wir haben. Was soll's, wir fahren erstmal jetzt zum Hof die Ballen verkaufen. Dann fahren wir weiter wieder zum Palettenverkauf. Da müssen wir aber Beladung stoppen, nicht dass wir gleich die Paletten, die Obst- und Gemüsepaletten hier weg. Snackt. Falscher Trailer. So, das brachte auch mal schön. 2600 pro Bein. Gutes Geld. Geldur läuft auch immer noch, weil wir scheinen immer noch Silage. Na, wohl gar nicht. Ich kann ja auch Paletten zu sein bei Edeka, ne? Also irgendwas verkaufen wir auf jeden Fall noch. So, Abkürzung. Und ab dafür, da werden wir nochmal ordentlich Wolle verkaufen. Jetzt können wir nochmal gucken, wen nehmen. Aber eigentlich sollten wir, wenn denn, das von hier mitnehmen, ne? Wie sieht das denn aus um diese Produktion? Wir haben jetzt natürlich Hackschnitzel nochmal zu verkaufen, fällt mir gerade ein. Und wir wollten noch das ganze Gemüse hier rausholen. Vielleicht lassen wir den erstmal hier stehen.
So, das ist der. Wir merken schon wieder, wie lange das alles dauert. Der sollte eigentlich ein bisschen Silage noch aus dem Hofsilo mitnehmen. Das wird dann vom Radlader her, meine ich, vom Radlader hier reinschaufeln. Und dann ins Hofsilo reinpacken, als Start. Als Startsilage für Vierfachkarte. Jo, ne? 11,15 Millionen. Nicht schlecht. Für Singlespiel. Ich denke jetzt auch, dass die Mähdrescher, die wir haben, die soll man auch für den Start auf der Vielfachkarte erstmal so bleiben. Unter dem Hintergrund, dass wir denn, dass die noch eine Ernte zum Beispiel fahren, die wir jetzt haben, und dann ausgetauscht werden gegen neuere Exemplare. Ich denke, irgendwie so sollten wir das vielleicht mal machen. So, auf geht's. Ein bisschen. Ups. Ein bisschen Silage schaufeln. Vorausgesetzt, wir kommen dann hier rein. Wie viel war jetzt, sagt mir hier? 300.000 circa. Also vier Ladungen von dem Helmer hier ungefähr. Also wir können das natürlich auch oben zu BGA Nord bringen, verkaufen. Aber ich denke, ja nicht. Ja, hauen wir das hier erstmal ins Hoflager rein. Aber wie gesagt, diese Stände werden nicht übernommen werden können, so einfach. Also deswegen ruhig schaufeln. Denn das jetzt alles hin? Ich hab das gesehen, auf einmal war alles leer. Also ist aber noch drin. Zwei muss irgendwie ein Bug sein hier. Da passt jetzt nur noch eine Schaufel rein, dann ist der Hänger voll. Aber schon sind hier knapp 100.000 weniger drin. Geht's. Dann gucken wir jetzt, also die Ladung bringen wir schnell weg ins Hofsilo. Haben wir es auf Vorrat. Dann werden wir noch einmal schnell zu BGA Nord gucken, dass da noch die Silage über die Förderbänder rollt, weil eben gerade diese Meldung da auftaucht. So, rein mit der Silage ins Hoflager. Kann nicht schaden. Hier haben wir auch noch Förderbänder. Beide laufen sogar noch, mehr oder weniger. Und wir sehen, was ist hier noch drin. Nicht mehr viel. Wieder ganz schön viel Abstand gewonnen hier, ne? Wenn wir sehen, was hier schon wieder dazwischen ist, wir hätten das komplett rangefahren. Und wir hätten hier noch 480.000, was eben versucht werden muss, morgen an den Mann zu bringen. Ich fahre die nochmal ein Stück voran, ne? Wir hatten ja noch ein bisschen Platz. Boah, das wird die letzte gute Tat werden für heute. Nochmal die Förderbänder nach vorne zu schieben, so dass sie noch ein bisschen mehr erreichen kann. Dann bleiben hier nachher vielleicht 50.000 oder was über, aber das ist dann ja egal, ne? Das ist tatsächlich nicht ganz egal, aber tatsächlich verkraftbar, so wollte ich sagen.
Schön, dass es doch ist, 20 Förderbänder hier umzustellen. Oh oh. Ich denke, das wird nichts. Wir sind ein Stück zu weit gefahren. Ich glaube, so kommt er nicht ganz in den Verkauf rein, oder? Nee. Wir müssen, dürfen maximal bis hier. Wir wollen ja nicht noch ein Verlängerungsförderband dazwischen packen. Jetzt müssen wir tatsächlich so ein bisschen uns rantasten. So, dass es immer gerade so passt. Und die bewegen sich dann ja eigentlich nicht mehr. Jetzt sind sie zum Glück noch immer an und ich kann das direkt machen. Und vielleicht schaffen wir es so, sogar das erste Förderband gar nicht groß zu verstellen. Sondern einfach darüber, dass wir ein bisschen knapper das Ganze gestalten hier. Guck mal, arbeitet es nämlich trotzdem. Ha, sehr schön. Und hier das Gleiche. Ihr merkt, das machen wir so weit. Das hängt ein bisschen schräg. Ich glaube, weiter dürfen wir mit dem nicht. Auch hier müssen wir so Millimeterarbeit machen. Wir dürfen nicht groß komplett überlappen. Aber vielleicht sollten wir auch hier von hinten aufräumen, das Feld, ne? Sonst müssen wir auch alles wieder zweimal machen. Aber ich kann aktuell gar nicht weiterfahren, weil das... Und doch so. Weil das Vordere so ein bisschen hier im Weg steht. Ist doch schon. So, das fördert, das fördert, das fördert. Dann hat es noch 20 Minuten Zeit, circa jetzt weiter zu fördern. Die morgige Folge. Und da muss eigentlich noch ein bisschen aufräumen für den Umzug. Wäre ja schöner, wenn auch die Fahrzeuge ordentlich stehen. Ich glaube, den Dreckstatus und alles, das hat man. Übernimmt man denn? Dann würde ich sagen, dass wir den Radlader hier zum Beispiel, den fahren wir hier vorne in der Halle rein. Die beiden Traktoren, die würden wir nochmal mit Follow Me zum Hof zurückbringen. So, einmal abgestellt, dann steht ein bisschen ordentlicher. Wie gesagt, ist leider dreckig, kann ich alles haben. Na gut, liebe Leute, ansonsten... Danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Mit so einem kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr morgen zur letzten Folge auf der nordfriesischen Marsch Map 3.1 dabei seid, freue ich mich. Bis dann und tschüss.